Ja, geht zur Probearbeit. Machen wir das doch gleich mal. Huch. So, hoch, hallo. Aus der Wohnung werden wir es doch noch schaffen mit unseren vier Gehirnzellen. So, und da bin ich mal gespannt, was wir da machen müssen. Hallo, Kartoffelnase. Hallo, schön, dass du pünktlich zur Probearbeit gekommen bist. Das ist die richtige Einstellung, mein Junge. Zur Probearbeit sollst du Waren ausliefern. Alle Kunden müssen ihre Lieferung natürlich pünktlich erhalten. Pünktlich, hast du mich verstanden? Der Job ist leicht. Liefere alle Waren an die Kunden aus und komme dann wieder hierher. Schaffst du diese Aufgabe innerhalb der vorgegebenen Zeit, dann kannst du bei mir anfangen. Jawohl, aber für einen Hungerlohn. Vor dem Haus eines Kunden befindet sich eine farbige Markierung. Gehe in diese Markierung und werfe die Lieferung dann durch den großen Ring. Ob sie dabei kaputt geht, ist mir egal. Insgesamt musst du 5 Kunden innerhalb des Zeitlimits liefern. Du hast 2 Ersatzwaren, falls du einmal den Ring nicht treffen solltest. Hier die Waren und die Kundenliste. Viel Erfolg und bis später. Los geht's! Ja, geh schon. Starte die Probearbeit. Geh in die Markierung eines Kunden. Ne, hier ist das, oder? Hier? Hallo? Ach, das ist hier immer so. So, da ist die Markierung. Wow, das war ja... Es war schon schwer. Also ich muss schon sagen, das war... Puh, also fast hätte ich es nicht geschafft. Hallo? Also das Schwierigste daran ist irgendwie die Steuerung, muss ich ja mal ehrlich sagen. Wow, ein bisschen lauter könnte es sein, aber sonst meine Fresse. Wenn ich ein bisschen Geld dabei hätte, dann, ne? So, dann rüber noch. Nee. Da runter wieder, ne? So, naja, Geld habe ich nicht dabei, aber... Achso. Ich wollte sagen, dann kriegt er ein Paket, aber ist ja für die hier. So, und noch einmal. Gehe zur Firma. Wow, also das war... Puh. Grenzwertig, das muss ich ja schon mal sagen. Ja, also wenn das unsere einzige Aufgabe immer ist, dann ist das ja... So, hier rüber. Dann ist das ja ein total spannender Job. Hallo, Waltraut. Waltraut, lass mich doch mal durch. Oh, die Zeit läuft uns davon. Hilfe! So, hallo Kartoffelnase. Na, was sagst du? Na, hab ich den Job? Na, sag schon. Hab ich den Job? Hab ich ihn? Hab ich ihn? Hab ich ihn? Na, hab ich ihn? Na, sag schon. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Sehr gut. Du hast alle Waren pünktlich ausgeliefert. Du hast den Job. Ich hab den Job. Jawohl, ich hab den Job. Ohohoho. Hier ist dein Arbeitsvertrag und der Arbeitsnachweis für die Behörde. Deine Arbeit beginnt am Montag, Tag 8. Bringe den Arbeitsnachweis zum Beamten. Jawohl, das machen wir. Den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Ach ja, dem Busfahrer wollte ich doch noch einen Namen geben. Wie nennen wir den denn? Ja, wie heißt er denn? Ich würde sagen, der heißt Heinz. Bitte wähle dein Fahrziel. Ich bin schon wieder erkältet. Ah, ja. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin, ne? Bestätigen. So, und was für ein Tag haben wir jetzt? Ich glaube, jetzt war Tag 6, oder? Tag 5, Tag 6, ich weiß es gar nicht. Weil dann müssen wir ja langsam mal mit der Arbeit anfangen, damit wir ein bisschen Kohle verdienen, ne? So.
So, da sind wir ja schon. Haltestelle Gouverneur, ist auch egal. Irgendwas halt, ne? Bringe den Arbeitsnachweis zum Beamten. Der hat ja auch noch keinen Namen. Ich glaube, den nämlich Klaus. Ja, Klaus, der Beamte Klaus. Na, Klaus, alte Socke. Wie geht's, wie steht's? Hier ist der Arbeitsnachweis. Guck mal, was ich Tolles habe hier, ne? Perfekt! Na dann viel Erfolg bei deinem ersten Job auf Tropicana. Ja, danke, Klaus. Jetzt habe ich nicht nur eine Wohnung, sondern auch eine erste Arbeit. Jetzt habe ich das erst begriffen. Meine Fresse. Toll, toll, toll. Ja, ja. Gehe in deine Wohnung. Ja, ich habe ja gesagt, also die Hälfte der Spielzeit verbringen wir hier mit Busfahren, ne? Im Bus mit Heinz. Habe ich den jetzt Heinz genannt? Ich weiß nicht. Jetzt heißt er jedenfalls Heinz. Ja. Bitte wähle dein Fahrziel. Tut mir leid, ich kann nur den einen Satz. So, Villa Pirata bestätigen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Weil wir haben ja noch nicht den Tag der Tag der Arbeit. Und ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich wieder zum Joschka oder so, für die Hieroglyphen zu entziffern. Naja, warum nicht? Den fand ich ja eigentlich doch ganz witzig. So. Hallo? Huch. So, ab in die Wohnung. So, was gibt's denn? Spiel gespeichert, schon wieder ein Tag rum. Ein neues Bild, hoho. Ja, dann haben wir wahrscheinlich, haben wir doch bald den ersten Arbeitstag. Oder? Was für einen Tag haben wir denn jetzt? Huch. Oh, es ist ja schon so spät. Ich habe aber lange geschlafen. Naja, kein Wunder, die Woche ist im Flug vergangen, weil ich ständig was zu erledigen hatte. Meine Güte, war das ein Stress. Die ersten Schritte in mein neues Leben habe ich geschafft. Heute ist Sonnabend und mein erstes Wochenende auf Tropicana steht mir bevor. Ich sollte heute ausgehen. Mal sehen, was das Wochenende auf Tropicana zu bieten hat. Aha, jawohl, ich werde jetzt mal richtig Party machen. Ich bin ja so ein richtiger Partylöwe, sieht man mir ja auch an. Ja, lese die Inselinfo. Ach ja, je. Anzeigen. Wochenendfete am Pirates Grill. Jeden Samstagabend. Ach so, da sollen wir jetzt hin. Ach so, hoch. Na? Dann gehen wir jetzt mal zur Party. Schleppen ein paar Miezen ab. Wochenendfete am Pirates Grill. Hört sich lustig an. Da gehe ich heute hin. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar coole Sachen anziehen und mich stylen. Ich alter Styler. Du kannst dich umziehen, wenn du willst. Du kannst dich stylen, wenn du willst. Nur wenn du willst. Besuch die Wochenendväter auf dem Piratesgrill. So. Naja, dann ziehen wir uns mal um. Nicht, dass wir irgendwas Besonderes hätten, aber egal. Ja, dann ziehen wir, würde ich sagen. Was ziehen wir denn an? Och, ein rotes T-Shirt. Und eine andere Hose. Eine schwarze Hose, oder? Oder die Hose, das passt vielleicht noch ein bisschen besser. Die Schuhe. Da ziehen wir doch. Da ziehen wir mal lässig die Turnschuhe an. So, Mütze und so weiter, das haben wir. Egal, dann benutzen wir das doch mal. Hallo? Benutzen. Benutzen. Ach so, ja, da jetzt aber benutzen. Ja. Und dann gehen wir noch kurz ins Bad. Ja. Gucken wir mal, ob ich dem Herrn Rüdiger nicht vielleicht doch eine andere Frisur verpasse oder so. Frisur? Bäh.
Sieht ja alles ein bisschen kacke aus, ne? Ja, Quatsch, nee, das bestimmt nicht. Ach komm, so, das sieht doch auch dämlich aus. Machen wir noch eine Haarfarbe, eine andere Farbe, das Rot passt ja hier gar nicht. Machen wir so einen kleinen Justin Bieber draus, würde ich sagen, ne? Wenn wir das hier noch... So. Bart haben wir noch nicht, da sind wir noch nicht alt genug für. So, weil der Rüdiger ist ja noch nicht in der Pubertät und so, ne? Ne, weil ist ja auch Kinderarbeit und so bei Tropicana-Tours und so, das machen die da so. Huch. Wow, hier geht's ja richtig an meine Fresse. Oh. Ach, eine Freundin können wir hier ja auch machen. Stimmt ja auch. Da können wir uns jetzt wahrscheinlich eine aussuchen, oder wie? Ja. Ja, da müssen wir uns jetzt eine Freundin suchen. Wir müssen. Offensichtlich. So, gehe in eine farbige Markierung vor einer der Personen. So, tanzt mich nicht von der Seite an. Ja, nehmen wir einfach die hier. Wer ist denn das? Na, Kleine, wie heißt du? Hallo, ich bin das erste Mal auf der Wochenendfeder und neu auf Tropicana. Na, bist du öfters hier? Ich hab voll die tollen Anmachsprüche drauf. Hallo, ja, ich bin öfters hier auf der Fete am Piratesgrill. Du bist also neu auf Tropicana. Herzlich willkommen, hallo. Du sollst dir ein paar passende Sachen kaufen, damit du nicht ewig als Neuling erkannt wirst. So siehst du ja total scheiße aus, du Vollidiot. Ja, das stimmt wohl. Was für Kleidung würdest du mir denn empfehlen? Also ich mag Sachen der Marke Bella Elegantia. Solltest du mal probieren. Die sind sehr teuer, aber ist mir doch egal, ist dein Geld. Okay, danke für deinen Hinweis. Verlasse die Party wieder, weil es ja total scheiße ist und kaufe dir die Kleidung. Aber rede zuerst noch ein bisschen mit der Tussi und dann mach's. Nächsten Samstag bin ich wieder hier. Wäre schön, wenn du wieder vorbeischaust. Es war ein netter Abend mit dir. Ja, wirklich tolle 2 Minuten. Ja, das fand ich auch. Bis nächsten Samstag dann. Total die geile Schnalle, meine Fresse. Hoffentlich hat sie nicht gemerkt, dass ich ja immer nur auf die Brüste geschaut habe. Naja, ja. Ja. Eine tolle Wochenendfete. Ich habe sogar einen netten Menschen kennengelernt. Die anderen waren alle Arschlöcher. Ich freue mich dann auf nächsten Samstag, sie wiederzusehen oder so, ne? Ja. Wie heißt die denn überhaupt? Wähl den blinkenden Button. Lisa heißt sie. 10% mag sie uns, oder wie? Ach so. Ach so, da müssen wir verschiedene Quests praktisch erledigen, damit die Alte mit uns in die Kiste hüpft. Na super, Spiel gespeichert. Ach, der Hippie wieder. Der Joschka. Ach, das ist der Joschka. Jetzt weiß ich, das ist der Joschka mit dem Zelt. Der Professor. Ja, ja, ist schon klar. Mein erster Sonntag auf Tropicana. Jetzt habe ich Zeit, dieses Pergament anzusehen, das wohl etwas mit dem Piratenschatz zu tun hat. Dazu gehe ich zu Joschka. Ja? Weil ich mag den Joschka. Ich will mit ihm einen durchziehen. Wähle den Totenkopf an. Bringe das Pergament zum Professor. Genau. Professor Joschka. Was für seltsame Zeichen. Daraus werde ich nicht schlau. Joschka sagte doch... Ach ja, wenn du die Zeichen nicht erkennst, dann besuche mich und ich werde die Hieroglyphen für dich entschlüsseln. Na, dann werde ich dem komischen Vogel mal einen Besuch abstatten. Wirklich ein komischer Vogel. So. Besuche Joschka am Hippie Beach. Er wohnt dort in einem Zelt.
Ja, habe ich doch gewusst, dass wir da vorher noch mal hin müssen, bevor es hier weitergeht mit der Arbeit und allem. Huch. So. Ach, da müssen wir wieder woanders hin. Wo ist das denn? In Pico. Ja, dann fahren wir da doch mal hin. Huch. Ach, schon wieder. Ja, ja. Hallo. Meine Fresse. Boah. So. Hallo, Heinz. Guck mal, ich habe eine neue Frisur, Heinz. Hoho. Bitte wähle dein Fahrziel und deine Frisur ist mir scheißegal. So, nach Pico. Bestätigen. So, und wieder ein neues Terrain, wo wir auch noch nicht waren. Besuchen wir mal den Joschka, mal gucken, was der so in seinem Zelt treibt. Der gute Mann. Also außer Kiffen natürlich. So, besuche den Professor. Das ist da runter, ne? Ach, da ist ja schon das Zelt. La 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 la. Na, Joschka! So, Friede. Ah, ich erkenne dich. Ja, ich habe einen durchgezogen, aber ich erkenne dich. Ein freundlicher Fremder von irgendwo. Hallo, ja, also ich habe ja dieses Pergament von dir bekommen. Was bedeuten denn diese Zeichen nun, hä? Na, was bedeuten sie? Na, sag doch. Seltsame Zeichen, was sie bedeuten? Was für seltsame Zeichen meinst du denn? Hast du auch etwas am Himmel gesehen? Also diese Nacht, ich meditierte gerade und blickte ans Firmament, Nein, nein, hier die Zeichen auf diesem Pergament, du Vollidiot. Du hast doch gesagt, dass du die Hieroglyphen übersetzen kannst. Oh, der Schatz des schwarzen Piraten. Wo hast du dieses Pergament denn her? Es gehört mir. Gib das sofort wieder her oder... Ich weiß nicht. Ach du meine Güte, diesen Zettel hast du mir doch selbst vor ein paar Tagen aufgeschwatzt und mir dafür noch Geld aus der Tasche gezogen. Gleich hau ich dir auf die Fresse. Friede, Friede. Ja, ja, ich erinnere mich dunkel. Kein Problem. Der schnöde Mammon bedeutet mir sowieso nichts. Also ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja, das habe ich. Ja, ja. Gleich fällt sie mir ein. Was ist das denn nochmal? Und die wäre... Ich kann diese Hieroglyphen entziffern. Ja, 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 das kann ich. Allerdings dauert es eine gewisse Zeit. Zur Anregung benötige ich Räucherstäbchen. Räucherstäbchen, na ist klar. Und diverse andere Alltäglichkeiten, die leider nicht umsonst zu haben sind. Ich habe zwar eben gesagt, der schnöde Mammon interessiert mich nicht, aber eigentlich doch. Verstehe. Wie viel verlangst du für die Entzifferung? So viel Geld habe ich aber auch nicht. Für einen schlappen Fuffi ist die Entzifferung so gut wie fertig. Meine Güte, so schlapp ist ein 50er nun wirklich nicht. Aber ich bin neugierig, also gut. Hier hast du das Geld. Was steht drauf? Ja. Gemach, Gemach, das dauert seine Zeit. Ich rufe dich in den nächsten Tagen an und gebe dir die Lösung. In den nächsten Tagen. So, ich ziehe mich jetzt zurück. Meine Räucherstäbchen warten schon. Oh. Räucherstäbchen. Oh. Ja. Was für ein komischer Kauz. Ich hoffe nur, dass ich weder mein Geld noch meine Zeit damit vergeude, nach diesem Piratenschatz zu suchen. Naja, und wenn, würde ich es eh nicht merken, weil ich bin ein Vollidiot. Das habe ich gehört. Ups, ich habe nichts gesagt. Du hast großes Glück, hier ist die Lösung. Ich hatte schon damals schon angefangen, sie zu entziffern. Also zweifle nie mehr an meiner Kompetenz, oder ich werde dich töten. Ja, ja.
So. Wähle den Totenkopf an. Hinweis 1. Zwischen Wasser und Stein soll's verborgen sein. Am Rande eines nassen U hat es seine stille Ruh. Aha. Ja, es ist klar. So, jetzt ist es natürlich, ne? Mal überlegen. Zwischen Wasser und Stein soll's verborgen sein. Am Rande eines nassen U hat es seine stille Ruh. Der Fluss hat doch eine U-Form. Oh, ich bin schlau. Am Rande muss also auf der Außenseite sein. Zwischen Wasser und Stein, das heißt zwischen Flussufer und einem Felsen oder Berg. Ich denke, dass ich, meine Güte, bin ich schlau. Dass ich von Villa Pirata aus an den U-förmigen Fluss gehen muss und dort nach einem großen Fels oder Hügel in direkter Ufernähe schauen muss. Mal sehen, los geht's. Und zwar sofort, jawohl. Du kannst herumgehen und Tropicana entdecken schon wieder. Ja, danke Joschka, du alter Zausel. Man sieht sich. So, wenn wir herumgehen und Tropicana entdecken, dann heißt das, dass entweder gleich Nacht wird oder dass wir gleich angerufen werden. Ach ja, hier kann man vor allem sehr viel von Tropicana entdecken. Laufen wir einfach mal nach Villa Pirata oder auch nicht. Ach doch, da ist schon der Ladebildschirm. Ja. Ach so, da müssen wir gar nicht über die ganze Straße laufen. Da immer, du kannst herumgehen und Tropicana entdecken. Ja, ich weiß, ein Luftballon. Ja, bringe ihn zu Beamten. So. Ja, ist ja spannend hier. Ach, jetzt sind wir praktisch wieder zu Hause. Hallo, Waltraud. Ja, was sollen wir denn jetzt hier mit dem Ganzen herumgehen und alles? Das muss doch mal irgendwas passieren. Komm, dann machen wir noch den Graffiti da weg. Hallo? Graffiti entdeckt, benutze Tropi rein. Hallo? Ja, ich drücke auf die 2. Aber es... Hallo? Ach, jetzt funktioniert das endlich. So, dann... Damit da wenigstens mal ein bisschen Kohle reinkommt, wenn wir die Prämie da von unserem Büro... Beamten... Von dem Beamten-Seppel da kriegen... Das ist noch ein Graffiti. Ach, ist das spannend. Ja. Ja, super. Ja, was soll ich denn die ganze Zeit da jetzt noch rumgehen? Ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, die ganze Zeit jetzt hier die Dinger wegmachen, ist ja auch irre spannend. La la la, ja, super. Da hinten war, glaube ich, auch noch eins. Jawohl, noch 2 sogar. So, und da müssen wir sowieso gleich wahrscheinlich wieder Tropi reinkaufen. Spiel gespeichert, ach ja. Also haben wir auf die Nacht gewartet und jetzt müsste unser erster Arbeitstag sein. Ja, aber bevor es mit dem ersten Arbeitstag wahrscheinlich weitergeht, Tag 8, jawohl, jetzt haben wir die Arbeit. Gehe zur Arbeit. Ja, das mache ich aber in der nächsten Aufnahme. Ich mache da jetzt halt noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns einfach, ne? Bis dahin, ciao!